Pasing neu erleben. Dazu lädt die Aktion Pasing Bay ein. Ein Kunstfestival, das über die Sommermonate hinweg Arbeiten von 17 Künstlern im öffentlichen Raum präsentiert, die sich mit dem neu gestalteten Pasinger Zentrum auseinandersetzen. Kunst in Pasing. Ein Rundgang ist ab sofort unbedingt empfehlenswert. An der sogenannten Schöpferstelle sind ab sofort alle Besucher eingeladen, einen persönlichen Gegenstand ihrer Wahl mitzubringen. Diesen bauen dann hier in der Gleichmannstraße die beiden Bildhauerinnen Stefanie Senge und Maike Gräf in ein neues Kunstwerk ein. Diese silbernen Wolken am Pasinger Marienplatz sollen den Geist von Pasing sichtbar machen. Das Zentrum im Münchner Westen wird durch die Kunstaktion Pasing Bay zu einem Erlebnisraum der besonderen Art. Und noch ein Hingucker, das Kloster in der Institutstraße. Hier hängen Bilder des Münchner Künstlers Eduard Bayerle. Ich habe zusammen mit meiner Partnerin, der Jutta Görlich, wir haben Pasinger Vereine und Institutionen in den Pasing-Arkaden fotografiert. Also man kann dann in entspannter Atmosphäre sich die Bilder anschauen und diese zwei Gegensätze zwischen dem traditionellen Pasing und dem modernen dann einfach sehen, was man da drüber denkt. Die Aktion ist super, finde ich. Und jetzt, wo man schon die Kunstwerke sieht, die hier in der Stadt jetzt schon rumstehen, muss man sagen, es ist richtig toll. 17 Kunstwerke und Projekte umfasst die Aktion Pasing Bay. Wer hier durch die aktiven Zentren Pasing bummelt, soll gerne auch mal stehen bleiben, verweilen und auch spüren, dass Pasing seit langem ein gutes Pflaster für die Kunst ist. Kunst in Pasing gibt es locker schon seit 100 Jahren. Das Kulturforum München-West hat heuer erst einen Führer rausgebracht, wo eben die Kunstwerke der letzten 100 Jahre dargestellt werden im ganzen Zentrum. Und das hat auf jeden Fall eine sehr lange Tradition. Es gibt aber auch schon die moderneren Kunstwerke, wie zum Beispiel auf dem Areal von den Pasing-Arkaden, dieser schöne, attraktive Brunnen von Jeppe Hein oder die Tunnelunterführung auch unter den Eisenbahnstrecken in Pasing dazu. Ein Teil der Arbeiten ist nur bis zum 12. Juli zu sehen. Andere Werke werden die Sommermonate überstehen und so manches soll auch dauerhaft bleiben. Der Clou: Hier haben den Künstlern private Eigentümer ihre Flächen zur Verfügung gestellt. Und die entscheiden über die Dauer des Verbleibs. Organisiert wird Pasing Bay von der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung, kurz MGS. Die MGS ist derjenige, der sozusagen das Gesamtprojekt koordiniert. Und wir helfen eben, die unterschiedlichen Seiten und Beteiligten zu vermitteln untereinander. Also bei uns laufen alle Fäden zusammen. Wenn die Künstler Beratung gebraucht haben, welche Fläche wem gehören, wen sie ansprechen können, haben wir ihnen da weitergeholfen. Ein Spaziergang zwischen der Planeckerstraße und der Bäckerstraße lohnt sich. Denn hier wird die Kunst in Pasing um ein weiteres Kapitel bereichert.